Ist Bildbearbeitung Betrug? Mehr dazu in diesem Video. Ganz schön hart, oder? Ist Bildbearbeitung Betrug? Ist es Schummeln? Schummelt man, wenn man seine Bilder bearbeitet? Und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ja, das ist auf jeden Fall geschummelt. Klar gibt es auch Leute, die sagen, nein, das ist nicht geschummelt. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich habe wieder so ein bisschen Meinungen aufgegriffen, die so im Internet hin und her schwingen in der Fotografie-Szene und möchte es euch mal mitgeben in diesem Video. Du kannst deine eigene Meinung natürlich auch bilden und ich werde am Ende des Videos auch meine eigene Meinung dazu einmal mitteilen. Also ist Bildbearbeitung Schummeln, Betrug, wie auch immer man es nennen möchte. Und die Leute, die sagen, ja, das ist Betrug, die sagen, es ist Betrug, weil man verändert ja eine komplette Szene. Nehmen wir mal an, wir fotografieren jetzt so ein Bild und auf dem Bild ist eine Landschaft oder eine Sehenswürdigkeit und da sind Menschen, die da sich das auch angucken und da ist eine Stromleitung, die da lang geht und da liegt ein bisschen Müll am Boden und so weiter und man nimmt jetzt dieses Foto und sagt sich, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus und das nehme ich jetzt einfach in den Computer und bearbeite das, mache die Stromleitung raus, die Leute raus, Müll weg, wegretuschiert und der Himmel gefällt mir auch nicht, den verändere ich jetzt ein bisschen und das ist Betrug, weil diese Szene hat nicht existiert und dieses Bild ist kein echtes Bild mehr, sondern es wurde manipuliert und das ist Betrug. Also ist Bildbearbeitung Betrug. Gegner dieser These sagen allerdings, ja, die Kamera, die kann ja gar nicht das einfangen, was unser menschliches Auge einfangen kann. Das ist ja quasi Ultra-HDR. Also wenn wir mal rausgucken oder jetzt hier in einem Raum sitzen und da hinten ist ein Fenster, dann kann ich mit meinem Auge ja sowohl da unten in dieser Ecke, in einer Schublade, die dunkel ist, wo kein Licht ist, sehen, dass da etwas liegt. Ich kann draußen bei strahlendem Sonnenschein trotzdem gleichzeitig sehen, dass da Häuser sind und so weiter. Wenn ich das mit einer Kamera fotografieren wollte, dann wäre entweder das eine zu hell oder das andere zu dunkel. Beides gleich in ein Bild reinzubekommen, das funktioniert ohne Bildbearbeitung eigentlich nicht. Noch dazu fotografiert man ja meistens in RAW und RAW ist ja nur ein Rohzustand, den man ja auch noch irgendwie dann entwickeln muss, damit man überhaupt das reinkitzelt oder rauskitzeln kann aus der Kamera, was man dort am Ende ja eingefangen hat. Außerdem sagen sie, ein Fotograf ist ja auch ein Künstler und wenn er ein Künstler ist, dann hat er eine bestimmte Vorstellung und vielleicht kann er diese Vorstellung gar nicht so einfangen mit der Kamera, wie er sich das gerade vorgestellt hat oder die Kamera hat es nicht so eingefangen, wie die Szene wahrgenommen wurde und deswegen muss er das am Ende bearbeiten, damit es als Künstler so ausgedrückt wird, wie er sich das vorstellt. Leute, die sagen, ja, Bildbearbeitung ist aber Betrug, Bildbearbeitung ist Schummeln, sagen auch, durch Bildbearbeitung gibt es Menschen, die sich schlecht fühlen und das ganze Schönheitsideal ist verändert und überhaupt Szenen sehen komplett anders aus, als sie in echt sind und dadurch wird man getäuscht. Und ja, auch das kann man irgendwie nachvollziehen und wenn man so die Zeitschriften durchblättert oder auf der Straße langfährt und all die hübschen Menschen sieht und dann morgens aufwacht und selber in den Spiegel guckt und sich denkt, ich sehe nicht so aus, dann könnte man schon sagen, ja, irgendwie ist das ja auch Betrug. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass nur weil Leute sich schlecht fühlen, weil sie andere Leute sehen, die besser aussehen als sie, ist das ein Problem der Bildbearbeitung oder ist es ein Problem des einzelnen Menschen? Das ist eine Frage. Und die andere Frage ist, ist Bildbearbeitung tatsächlich da das Problem oder fängt es ja schon viel früher an? Ich meine, ein Fotograf sagt dir jetzt nicht, ich fotografiere dich heute realistisch und mein Ziel ist, ich will dich realistisch fotografieren, sondern er nimmt ja Licht zum Beispiel und nimmt dieses Licht und setzt es oder stellt es so ein, dass eine Person besonders gut aussieht. Zum Beispiel das Licht eher von oben und nicht von unten, weil man sonst hier diese Augenringe bekommt. Oder auch Make-up. Was ist Make-up? Ist Make-up am Ende nicht auch Schummeln? Weil ich meine, wenn ich morgens in den Spiegel gucke oder jetzt vor so einem Video zum Beispiel mal, Real Talk hier, vor so einem Video hier, muss ich mich natürlich auch erstmal abpudern. Ja, also ich habe auch hier Puder drauf, damit ich nicht so glänze, wenn dieses Licht hier voll in meine Fresse scheint und hier drin 30 Grad sind, weil die Heizung gerade an ist und ich hier mehrere Videos am Stück aufnehme. Auch dann muss ich natürlich hier ein bisschen besser aussehen und will hier nicht mit Augenringen da sitzen. Und auch hier haben wir das Licht so eingestellt, dass das gut aussieht. Ist das jetzt auch Schummeln? Ist das alles Schummeln? Und sollte man in Zukunft einfach Werbung und alles andere realistisch darstellen? Den Big Mac so aussehen lassen, so fotografieren, wie er in der Schachtel kommt, wenn du ihn bestellt hast bei McDonald's? Oder das Model so aussehen lassen? Oder scheiß mal auf Models, wir nehmen auch keine hübschen Menschen mehr, sondern wir nehmen nur noch Durchschnitt. So, aber was ist Durchschnitt? Das ist ja auch eine Frage eigentlich,
Kann man eigentlich nicht beantworten. Ihr merkt also, es ist gar nicht mal so einfach zu beantworten und man kann das eine fast auch gar nicht mit dem anderen vergleichen. Was ist jetzt eigentlich meine Meinung dazu? Also ich finde, eine bestimmte Bildmanipulation ist Betrug. Also wenn man zum Beispiel ein Bild nimmt und dort eine Telefon- oder eine Stromleitung, wie ich jetzt zum Beispiel hatte, hat und die rausretuschiert, dann ist das Betrug. Und wenn man ein Haus hat irgendwo und dieses Haus rausretuschiert, dann ist das Betrug. Wenn man einen Himmel austauscht, der nicht da gewesen ist, dann ist das Betrug. Jedenfalls, wenn man sagt, es ist ein Foto, also eine Wiedergabe eines Momentes, der existiert hat. Wenn man aber ein Foto hat und dieses Foto optimiert, also sagt, ich mache den Kontrast höher, ich ziehe die Highlights runter, ich mache die Tiefen hoch und ich ziehe mir von mir aus noch einen digitalen Verlauf rein, dann finde ich, ist das kein Betrug, weil dann ist es eine Optimierung. Ich vergleiche das immer mit Kochen. Also ich esse ja auch kein rohes Stück Fleisch, nur weil ich sage, das ist der Rohzustand. Sondern ich brate mir das, ich mache da Salz drauf, ich mache da Pfeffer drauf, vielleicht mache ich mir eine Soße und habe Beilagen. Und genauso sehe ich auch ein Foto. Und auch in der analogen Fotografie damals wurden Fotos optimiert. Da wurden Sachen aufgehellt, abgedunkelt, Dodge and Burn betrieben und so weiter. Länger entwickelt, kürzer entwickelt, um das Bild noch ein bisschen zu verändern. Aber sobald man einen Menschen schlanker macht, als er ist, sobald man Muttermale wegretuschiert, dann ist das, kann man so sagen, tatsächlich Betrug oder Schummeln. Die Frage ist, ob es schlimm ist. Kannst du ja mal in die Kommentare selber schreiben. Also ich finde zum Beispiel, wenn man nicht sagt, dass es ein Foto ist, sondern sagt, es ist ein Kunstwerk, es ist eine Fotomanipulation, es ist ein Composing, also ein Zusammensetzen aus verschiedenen Elementen, dann ist es okay, weil dann wurde gesagt, was es ist. Aber wenn man sagt, das ist ein Foto, dann ist es gelogen und dann ist es geschummelt. Das heißt, wer eine Milchstraße rein photoshoppt, einfach irgendwo, obwohl die Milchstraße an einem anderen Tag fotografiert wurde oder zu einem anderen Zeitpunkt, dann ist das kein Foto. Dann ist das eine Manipulation und dann ist das ein Composing und dann ist das cool für diese Sparte, aber es ist kein Foto. Wenn man aber dieses Foto macht und probiert, das dann nochmal rauszuarbeiten, dann finde ich, das ist kein Betrug, sondern dann ist es einfach nochmal optimiert. So wie dann Make-up, so wie Licht verbessern und so weiter. Also alles, was man quasi eingefangen hat in einem Bild, das ist ein Foto, das ist kein Betrug und daran kann man optimieren, was man möchte, meine Meinung dazu. Und alles, was man zusammensetzt, ist am Ende, kann man so sagen, ist hart, aber kann man so sagen, ist Betrug. Das ist meine Meinung dazu, jedenfalls wenn man sagt, dass es ein Foto ist. Deine Meinung dazu gerne unten in die Kommentare reinposten und unter allen, die einen Kommentar posten, was natürlich etwas mit diesem Thema zu tun hat, verlose ich auch hier wieder einen Videokurs. Jetzt ein bisschen Werbung. Auf lernvonben.de gibt es Videokurse zum Thema Betrug. zum Thema Bildbearbeitung. Zum Beispiel Lightroom, einfach Lightroom lernen. Zum Beispiel einfach Photoshop lernen. Zum Beispiel meine kompletten Techniken, wie ich Landschaftsbilder von A bis Z bearbeite. Also auch wirklich fortgeschrittene Kurse. lernvonben.de. Zieh dir einen Kurs rein, für den du dich interessierst. Und ich verlose heute meinen Landschaftsfotografie, Bilder bearbeiten, Kurs mit Photoshop. Ja, komplizierter Titel, aber genau den verlose ich. Der ist vor knapp einem Jahr rausgekommen. Kriegst du alle Techniken mit, die ich benutze in Photoshop, um meine Landschaftsbilder richtig geil aussehen zu lassen. Und da kann ich sagen, in den seltensten Fällen schummle ich da, sondern ich nehme ein Bild. Viel Glück beim Posten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, drück auf jeden Fall auf Abonnieren und auch auf die Glocke, muss man ja mittlerweile auch schon dazu sagen. Gib einen Daumen nach oben, teil's mit deinen Freunden und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich mache noch ein bisschen Betrug, Freunde.